Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Trade Wizards. Mein Name ist Dr. Harlekin und ich bin heute zurück mit einem etwas speziellen, ja, Video, denn heute geht es um das Thema Trade Like a Wizard. Aus meiner Sicht ist das jetzt erstmal ein, ja, großer Spruch und eigentlich wollen wir die Frage beantworten, was steht dahinter? Kurz gefasst, es steht eigentlich nichts weiter dahinter als unser Erfolgsrezept, welches wir uns über die Jahre auch erarbeitet haben. Und ich hatte gestern dazu in unserer Community mal die aktuelle Winrate von 2020, also meine aktuelle Winrate hier gepostet. Und letztendlich dieses Erfolgsrezept oder diese Winrate spiegelt dieses Erfolgsrezept eigentlich wider. Und wenn du auch gemeinsam mit uns die Märkte analysieren möchtest, dann komm uns am besten gleich auch in diesem Discord besuchen. Hier findest du täglich und regelmäßig technische Analysen von uns und auch von vielen anderen Tradern aus der Community. Und wir tauschen uns ja auch regelmäßig aus. Und diese Profite hier zeigen eigentlich, dass wir auch sehr erfolgreich in dem Kryptomarkt unterwegs sind. Also wenn du Lust hast, alle wichtigen Links findest du unter diesem Video. Komm uns gerne besuchen, tausch dich mit uns aus und lerne uns kennen. Doch wie kannst du jetzt letztendlich eine ähnliche Winrate erreichen, beziehungsweise auch langfristig profitabel traden? Und darum soll es jetzt auch in diesem Video gehen. Und am Ende zeige ich dir auch, wie ich oder wie wir als Trade Wizards dir dabei auch am besten helfen können, wenn du ernsthaft auch traden möchtest. Also bleib unbedingt auch bis zum Ende des Videos dran, damit du auch keinen einzigen Schritt, die ich dir jetzt vorstelle, auch verpasst. Und damit können wir auch eigentlich schon gleich loslegen, denn Trade Like Wizards haben wir in grob 6 Schritten auch eingeteilt. Und das fängt eigentlich damit an, dass du gerade zu Beginn, wenn du den Chart vor dir hast, wichtige Support- und Resistance-Bereiche erkennen solltest. Und das zeige ich dir hier mal beispielhaft. Wir haben hier den Daily Chart von Bitcoin und wir schauen uns an, wir haben beispielsweise Support- und Resistance-Levels, die wir bestimmen, entweder über den Tageschart, Wochenchart oder Monthly Chart. Oder wir nutzen auch die Fibonacci Retracements beispielsweise, um wirklich wichtige Widerstandsbereiche hier zu finden. Ich kann hier mal ein Beispiel, das ist, ich nutze hier dazu das Fibonacci Retracement und wir sehen hier beispielsweise das 0,38 Fibonacci Level von diesem All-Time High bis zum letzten Low. Und genau in diesem Bereich sind wir auch jetzt reingelaufen und haben hier einen ersten Widerstand. Natürlich gibt es hier noch mehrere Levels. Aber um dir das Prinzip einfach mal zu zeigen, ist es wichtig, einfach seine Levels zu kennen. Wir wussten, dass wir hier, wenn wir hier ausbrechen, hier in dieser Zone auf starken Widerstand stoßen. Andere hingegen haben hier angefangen, starke Long-Positionen aufzubauen, um hier gegebenenfalls ein Breakout zu traden. Und alle, die hier dieses Breakout getradet haben, werden sich jetzt natürlich ärgern oder haben hier auch schon bereits mit Verlusten geschlossen. Und deswegen ist es wichtig, genau auch seine Levels zu kennen. Ich kann da auch mal beispielsweise ein paar Daily Levels, die wir beachten, mit reinbringen. Wir hatten hier zum Beispiel nach diesem Downtrend hier ein letztes High gebildet. Und wenn wir hier zum Beispiel dieses Daily Level nehmen, dann ist das jetzt hier erstmal ein Widerstandsbereich. Aber auch wenn wir dann besonders auf kleineren Timeframes schauen, beispielsweise auf den 15-Minuten-Chart und wir zoomen mal auf diese Stelle dahin, dann sehen wir eigentlich, so, das ist dieses Level jetzt, dann sehen wir eigentlich, wie dieses Level sehr gut dann auch später wieder respektiert wird, wenn wir uns den Chart genau anschauen. Gerade wenn wir auch dann Intraday-Trades durchführen, sehen wir einfach, dass dieser Bereich hier ein Support- und Resistance-Bereich darstellt. Hier unten kommt der Chart, also erstmal ein Resistance-Bereich.
Wir schauen hier erstmal drüber, werden hier aber erstmal rejected, kommen drüber, können es ein bisschen so als Support testen. Dann haben wir hier einen Bounce bekommen, aber letztendlich hier auch sehr gute Confluence als Resistance, hier wieder als Support, hier dann wieder als Resistance und so weiter und so fort, setze ich das hier so fort. Und dann haben wir es hier wieder verloren. Hier testen wir es genau nochmal fast auf den Dollar an und haben hier nochmal einen Resistance und werden dann nochmal stärker abverkauft. Und daran sieht man eigentlich sehr gut, dass viele gute Levels bei Bitcoin auch respektiert werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du Support- und Resistance-Bereiche wirklich auch weißt, wo und wie du sie auch richtig gemeinsam anwendest. Das zweite wichtige Thema ist, lerne eigentlich das Traden in Seitwärtsbewegungen. Warum ist das Traden in Seitwärtsbewegungen wichtig? Und zwar, weil Bitcoin einfach 80 bis 90% in seiner Zeit in einer Seitwärtsbewegung sich befindet. Das denkt man zwar erstmal nicht, weil Bitcoin auch große Kursbewegungen hinlegt, aber wenn man genauer schaut, ist es wirklich so, dass nach so einem großen meistens Move wieder tageweise man sich erstmal in einer Seitwärtsphase befindet. Beispielsweise hier eine Range, eine große Daily Range sogar, dann kam ein Impuls, wir bilden hier wieder eine Range, es kam wieder ein Impuls, wir bilden hier oben eine Range, also damit meine ich eine Seitwärtsbewegung. Dann wurde ein starker Abverkauf, wir hatten hier wieder eine Seitwärtsbewegung, wurden wieder abgekauft und so geht das eigentlich immer weiter. Erst kommt der Impuls, dann kommt eine neue Range. Und wenn du das Prinzip verstanden hast, dann kannst du dich auch exakt darauf vorbereiten. Die meisten Trader verlieren in einer Seitwärtsbewegung Geld. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dich genau auskennst und weißt, wie du dich in einer Seitwärtsbewegung verhalten solltest. Hier auch aktuell auf dem Daily, wenn wir sich die anschauen, Ranges gibt es in jeder Timeframe, sehen wir jetzt hier eigentlich eine neue Range und diese haben wir eigentlich schon seit dem 13. Januar, spätestens seit dem 24. Januar bei uns in der Community auch diskutiert und vorgestellt. Und wenn du auch weißt, wie sich Bitcoin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch verhält in so einer Range, dann weißt du genau, dass du hier oben auch gut nach Short Entries schauen kannst, hier oben nach Short Entries nochmal schauen kannst und letztendlich, wenn die Range gebrochen wird, dann abzuwarten, bis sich wieder eine neue Range dann auch bildet, um diese dann wieder nach neuen Levels zu suchen und deine Trades danach zu dann auch zu planen. Zusätzlich kannst du für solche Ranges auch Volumenprofile nutzen, die dich dabei unterstützen, hier auch diese Range dann weiter zu analysieren und zu vertiefen. Wir haben hier beispielsweise ein Volume Area Low, was sehr wichtig ist, also dort, wo sehr wenig Volumen in dieser Range stattfindet. Also, Moment, ich markiere es gleich und wir haben hier also dieses Volumenprofil und dieser farbige Bereich zeigt einfach, diese 70% von dem gehandelten Volumen in diesem markierten Bereich ist hier in diesem farbigen Bereich und diese 30% von dem Volumen ist außerhalb dieses Bereiches. Und deswegen ist der untere Bereich die Volume Area Low, also der unterste Bereich dieser Volume Area, das ist diese. Und hier die obere Linie ist dann die Volume Area High, die wir hier dann in diesem Chart haben und die dann weitere Indizien geben kann, was oder wie sich Bitcoin oder der Markt dann dort an diesem Bereich verhält. Zusätzlich haben wir in der Mitte hier diesen weißen, der jetzt auch mit diesem grünen, dieser grünen Linie zusammenfällt. Mit dem Range EQ haben wir hier auch diese weiße, das ist der Point of Control in der Range. An diesem Level ist dort das größte oder das meiste Volumen gehandelt worden in dieser markierten Range. Und das ist der Punkt, der eigentlich auch immer sehr wichtig ist, den man auf alle Fälle im Auge halten sollte. Und in einer Range ist es immer wichtig, eigentlich hier im oberen Bereich nach Shorts zu schauen und im unteren Bereich nach Longs zu schauen. Und so schaffst du es, auch in Seitwärtsbewegungen profitabel zu sein. Und am Point of Control sollte man lieber einfach außerhalb des Trades stehen und lieber zuschauen, bis eine Richtung dann wirklich eingeschlagen ist und sich dann Anzeichen
andeuten oder signalisieren, dass es wieder zu einem Reversal kommen kann, bis letztendlich dann irgendwann diese Range aufgebrochen wird. Der dritte wichtige Schritt, um erfolgreich auch langfristig zu traden. Wir haben jetzt zuerst nochmal die Support und Resistance. Du weißt, wie du und wo du Bitcoin wirklich auch Support und Resistance findet. Du weißt, wie sich Bitcoin jetzt in Seitwärtsbewegungen verhält oder kennst auch das, was Ranges sind und welche Levels dafür wichtig sind. Und jetzt, wenn Bitcoin dann an diese Levels kommt oder in diese Bereiche, die für dich dann interessant sind, dann ist es wichtig, die richtigen Indikatoren zu nutzen. Und dafür kann ich dir zwei Indikatoren empfehlen. Einmal unseren hauseigenen Market Wizard Indikator. Der beruht auf den volumengewichteten Durchschnittspreis und zeigt eigentlich an auch sehr schön, wenn wir in einem überverkauften Bereich sind und in einem unterverkauften Bereich hier in diesem Bereich. Und wenn auch Divergenzen zwischen dem Preis und dem Kater entstehen, auch das wird angezeigt. Und wir haben auch verschiedene Timeframes hier mit integriert, die wir ja nutzen können, wenn beispielsweise auf anderen oder höheren Timeframes ebenfalls gleiche Signale entstehen, damit man einfach hier einen Multi-Timeframe-Check durchführen kann. Und diesen Indikator nutzen wir bei uns. Mehr darüber findest du auch bei uns in der Community. Und wie du siehst hier nur auf den Daily Chart, wie schön dieser respektiert wird. Wir sind hier ab hier in diesem überverkauften Bereich, haben hier eine Range gebildet, haben hier auch eine Divergenz dann im Preis. Wir haben hier ein Higher High und im Indikator haben wir ein Lower High und es kommt dazu hier zu einem Retest und genau hier dann wird dieser Red Dot auch gepumpt mit dieser Flag und wir bekommen einen großen Abverkauf. Dass der nun so groß ist, der Abverkauf, sowas weiß man nie. Dass es sich hier aber um eine Abkühlung handelt und dass hier eher viele Marktteilnehmer auch verkaufen, ihre Bitcoin, die sie hier unten gekauft haben und dass hier auch viele Verkäufer reinkommen, das zeugt natürlich auch davon, dass dann irgendwann der Preis dann auch wieder fallen muss. Und das wäre hier eine sehr gute Stelle, wenn man dann hier noch die richtigen Levels hat, dann kann man hier auch eine sehr schöne Bewegung mitnehmen. Auch als wir damals diese Range am Low gebildet haben, bis zu 29.000, sieht man eigentlich sehr schön, wie hier mehrmals versucht wurde, natürlich nach oben zu gelangen. Und immer wenn wir in diesem überverkauften Bereich waren und einen grünen Dot gesehen haben, ist der Preis dann auch hier letztendlich dann deutlich gestiegen. Natürlich kommen noch auf den kleineren Timeframes dann Einstiegssignale und natürlich zählen auch Levels dazu. Also man kann jetzt nicht einfach aufgrund eines Indikators traden. Wichtig ist aber immer, die Levels zu kennen und dann einen Indikator zu nutzen, um zu schauen, sind wir im überkauften oder überverkauften Bereich, kommt es hier gegebenenfalls zu einer möglichen Trendwende oder zu einem Reversal und so weiter und so fort. Zusätzlich haben wir hier auch einen kleinen Market Wizard A, der uns hier auch Intraday-Levels anzeigt, wie man hier sehen kann. Unter anderem auch den Daily, Weekly und Yearly VWAP, aber auch hier die Daily Highs, Daily Lows, Daily Opens und so weiter und so fort, zeigt dieser uns dann auch für Scalpings an. Und dieser gehört dann hier ebenfalls mit zu. Das wollte ich nur mal so mit aufzeigen. Natürlich kannst du auch andere Indikatoren nehmen. Beispielsweise gibt es ja auch die sogenannten Market Cipher Indikatoren. Wir nutzen dafür den Whale Group Vision. Es gibt auch eine kostenlose Variante, den Fu-Manchu Cipher. Dahingehend finde ich aber dieses Money Flow, diese Abbildung von Money Flow jetzt nicht unbedingt so optimal. Daher nutze ich lieber den Whale Group Vision. Und hier sieht man auch sehr schön, wie das Money Flow dann respektiert wird. Wir sind hier gerade über einer Range. Sehen wir hier, der Money Flow immer mehr abnimmt. Dann auch hier das erste Mal crossed. Wir hier aber unten nochmal so einen letzten Auftrieb haben. Und hier unten dann nochmal ein zweites Mal ein Crossing haben und dann abverkauft werden von ca. 47.700 bis auf 44.500. Und auch das Momentum, welches hier stetig dann auch nach unten kommt. Das ist zum Beispiel ein zweiter Indikator. Natürlich kannst du auch andere Indikatoren nutzen. Wichtig ist aber, dass du genau weißt, wie du diese Indikatoren an deinen wichtigen Levels
auch anwendest und nutzt und wie du auch damit dann die richtigen Einstiege findest. Der vierte wichtige Schritt ist für unser Erfolgsrezept: Nutze Footprint und Orderflow, um das Geschehen einfach tiefer zu analysieren. Wir sind Trader, die vor allem auch das Volumentrading sehr zu schätzen wissen. Und um da auch die ganzen Orderflüsse und das Volumen auch zu analysieren, nutzen wir das Programm ExoCharts beispielsweise. Das sehen wir hier. Das ist der 5-Minuten-Chart von Bitcoin. Sieht jetzt zum Beispiel erstmal ein bisschen wild aus, wenn man hier ein bisschen rauszoomt. Aber hier sieht man einfach auch den Bitcoin-Chart. Hier von dem letzten Low heute sind wir dann weiter angestiegen und hier können wir alles miteinander vergleichen. Wir sehen, wie viel aggressive Käufer in den Markt kommen. Wir sehen, wie viel aggressive Verkäufer den Markt hier verlassen. Wie also die genaue Differenz zwischen den Käufern und Verkäufern sind anhand von dem Delta beziehungsweise auch von dem CVD, den aufkumulierten Delta. Wir sehen, wie das Open Interest ist über diese Zeit. Und hier unten haben wir auch eine Footprint Bar, wo wir dann die ganzen Daten auch noch mit Zahlen beziffern können. Die muss man nicht so nutzen, können wir aber sehr gut. Und wir hatten beispielsweise heute in der Nacht eine sehr interessante Situation. Wir sind hier in dieser Range, da muss ich einen kleineren Timeframe. Seit gestern sind wir hier in dieser kleinen Range konsolidiert und sind dann nochmal hochgebrochen. Und hier oben hatten wir ein sehr, sehr, sehr wichtiges Level, welches man hier im Voraus durch diese Range dann schon analysieren konnte. Wir können das mal schnell nochmal nachstellen. Haben hier einen Range Point of Control. Und dieser wird exakt auch respektiert und genau bis in dieses Level ist dann Bitcoin gelaufen. Und jetzt ist natürlich wichtig, wie reagiert Bitcoin an diesem Level, um gegebenenfalls ein Reversal Trade mitzunehmen. Und wie wir hier sehen, haben wir jetzt insgesamt von hier oben bis hier schon eine Bewegung von über 2%. Selbst die Bewegung war über 1% oder knapp unter 2%. Und das ist für einen Intraday-Trade schon ein sehr guter Hinweis. Und mit Orderflow können wir diese Situationen richtig auch einschätzen. Wir sehen beispielsweise hier jetzt diese Charts, diese Candles, wie wir hier sehen. Wir zoomen hier rein und war jetzt diese Konsolidierungsphase. Und in dieser Konsolidierungsphase sehen wir dann, dass das Delta hier, ab diesem Punkt immer weiter steigt und das ist dann auch passiert. Der Kurs ist dann erstmal noch gefallen, aber dann kam es dazu, dass hier wirklich nochmal ein zweiter Pump stattfand in diesem Bereich. Hier sehr stark aggressives Delta ist so der erste Hinweis, dass wenn das Volumen ansteigt, sehr viele Käufer auch in diesen Markt reinkommen, dass dann hier oben bei diesem kritischen Level dann, wo wir das waren, das war jetzt das Level, das markiere ich mal optisch einfach, hier reingelaufen sind, da einfach reingelaufen sind und plötzlich dann sehr viele, wenn man hier dann schaut, sehr viele Shorts geschlossen wurden, über mehrere Millionen auf Bybit wurden dann urplötzlich in einer kleinen Candle dann geschlossen. Das ist das zweite Signal für ein Swing Failure Pattern auch. Zusätzlich wurde hier aggressiv geschortet und anschließend sind mehrere Verkäufer rein in den Markt und genau hier oben diese Signale auch mit Imbalances, die wir hier beispielsweise sehen können, dass genau am Top über 1,4 Millionen Longs aufgebaut wurden, um hier höhere Preise mitzunehmen und genau die wurden jetzt hier auch nochmal 3 Millionen wurden jetzt getrappt. Der Preis wurde sofort da oben ab aufgekauft und da wäre ein super Einstieg jetzt bei diesem Bereich in diesem Level von 47.000. Und damit hätte man auf alle Fälle einen deutlich größeren Vorteil als bei Indikatoren, wenn man genau weiß, auf welche Signale man achten muss und was wichtig ist beim Orderflow, um wirklich dann auch ein Reversal mitzunehmen. Und all das findest du auch unter anderem bei uns in Discord. Und damit konnte man hier sehr gut dann auch Profite mitnehmen und den Trade positiv dann auch abschließen.
Als fünfter wichtiger Punkt für unser Erfolgsrezept ist natürlich auch das Trading Mindset. Und dazu gehört es einfach auch, die eigenen Emotionen zu kontrollieren und das Trading als diszipliniert und kontinuierlich einfach auch profitabel dann zu gestalten. Und dafür musst du unbedingt auch eigene Routinen in deinen Trading-Ablauf einbauen. Ja, beispielsweise mache ich jeden Tag am frühen Morgen meine technischen Analysen und bin einfach auf den Tag vorbereitet, und das mache ich kontinuierlich jeden Tag. Und ich habe dafür auch wichtige Worksheets, wo ich dann einfach weiß, welche Schritte ich wo abarbeiten muss. Das habe ich natürlich alles schon automatisiert. Ich habe mir trotzdem sowas erstellt und auch unsere Community zur Verfügung gestellt. Und letztendlich, das nächste Thema ist auch, das richtige Risikomanagement zu nutzen. Es bringt dich absolut nichts, hier zu sagen, ich werde mit Trading schnell reich, sondern es ist wichtig, hier kontinuierlich auf dein Risikomanagement zu achten. Und erst natürlich das ganze Mindset, die Grundlagen, die Basics zu verstehen, alle, die ich jetzt genannt habe, in den Schritten 1 bis 4, sollte man verinnerlichen und damit auf alle Fälle auch nur Paper Trades machen. Und dann, wenn man nachher letztendlich dann einsteigen möchte und dies vielleicht auch wirklich dann beruflich umsetzen möchte oder nebenberuflich, dann sollte man sehr klein anfangen. Man sollte nie sein ganzes Kapital für einen Trade setzen, immer so nur 1% bis maximal 2-3%. Und vorher sollte auf alle Fälle eine erfolgreiche Strategie stehen. Auch das gehört dazu, ein richtiges Trading-Mindset zu bekommen. Und um das auch umzusetzen oder tracken zu können, ist es auch wichtig, dass du ein eigenes Trading-Tagebuch führst über jeden einzelnen Trade, den du nimmst, um wirklich dann auch deine Winrate, dein Gewinn- und Verlustverhältnis zu kennen, um wirklich auch zu analysieren, welche Levels für dich vielleicht mehr funktionieren, wie deine Strategie auch für dich funktioniert, vielleicht auch wie die Stimmung an dem Tag war, um einfach auch zu sehen, gibt es Tage, Zeiten, an denen du nicht so erfolgreich bist und so weiter und so fort. Und sowas kann man einfach nur analysieren, wenn man ein eigenes Trading-Tagebuch hat. Und das ist eigentlich eines der wichtigsten Hinweise, die mir damals gegeben wurden, seit ich nämlich anfange, auch Trading-Tagebücher, also mein Trading-Tagebuch zu führen, wurde ich stetig einfach besser und konnte wirklich dann auch effektiv an meine Strategie und mein Trading-Mindset arbeiten. Also das kann ich dir nur in diesem Fall dann auch empfehlen. Arbeite an deinem Trading-Mindset. Und letztendlich der letzte, sechste Schritt ist, lerne die Strategien der Profi-Trader. Und zwar geht es darum, dir, wie ich hier schon aufgezeigt habe, dir am besten jemanden zu suchen, einen Mentor, einen Vorbild. Es gibt so viele im Internet. Schau dir an, wie diese Leute traden, ob dir diese Vorgehensweise auch gefällt, ob diese Leute profitabel sind und ob das auch Sinn macht, was die dir da erklären. Und dann fang einfach an, diese Strategien zu adaptieren, auf deine Gegebenheiten anzupassen und jetzt nicht noch weiter dich von anderen Sachen beeinflussen zu lassen. Viele Trader fangen an, sich eine Strategie von dem oder einen Indikator von dem mit einzubauen und das alles in ihre Routine oder in ihren Trading-Alltag mit einzubauen. Davon würde ich abraten. Such dir wirklich, wenn du es professionell machen willst, such dir einen Trader, einen Mentor, ein Vorbild. Adaptiere seine TA. Schau genau, wie er vorgeht, welche Instrumente und Tools er nutzt. Versuche das erstmal eins zu eins umzusetzen und dann fang an, eine erfolgreiche Strategie erstmal für dich zu gewinnen und diese umzusetzen. Und wenn diese klappt, dann kann man immer noch später neue Strategien auch für sich dann auch weiter aufbauen und auch eigene Strategien dann entwickeln. Und dabei ist es auch wichtig, ich sag mal auf YouTube auch zu wissen, wo man schauen muss. Es gibt sehr viele YouTuber, die haben auch sehr viele Follower und ihre Daseinsberechtigung, aber ich kann auch nur sagen, hinterfrage wirklich, ob diese Techniken, die sie da vorstellen, gerade im Bereich Formationen, ob diese Sinn machen. Die meisten YouTuber, die sehr viele Follower haben, die haben sie nicht umsonst. Das ist einfach, weil sie auch viele einfache Muster in einem Chart zeigen.
die aber letztendlich, wenn man selber nachher anfangen will zu traden, einfach nicht mehr so funktionieren, wie man das vielleicht selber möchte. Ja, aber das ist so die erste Auffangschale und davon kann ich dir einfach nur abraten, dich dann von anderen YouTube-Influencern oder ähnliches dann beeinflussen zu lassen, sondern wenn du wirklich professionell traden willst, dann such dir auch wirklich die Leute, die professionell traden und auch wirklich, dir wirklich auch Strategien an die Hand geben, die dann funktionieren. Und dann sollte eigentlich deinem Erfolg auch nichts mehr im Wege stehen. Also nochmal zusammengefasst, das sind die 6 Punkte, die wir eigentlich umgesetzt haben und täglich auch umsetzen. Wir suchen uns die richtigen Levels, Support und Resistance. Wir wissen, wie man auch Bitcoin in Seitwärtsbewegungen tradet, haben ein großes Marktverständnis. Das ist wichtig, dass du das auch für dich lernst. Dann nutze die richtigen Indikatoren, wie beispielsweise unser Market Wizard oder auch andere Indikatoren wie Market Cypher, Fu Manchu. Aber es gibt auch noch viele, viele andere, die auch sinnvoll sind. Ich würde es dabei aber belassen, sich wirklich auf ein oder zwei maximal zu fokussieren. Nutze auch beispielsweise Order Flow und Volumen, um ein besseres Marktverständnis zu bekommen, um vielleicht auch damit dann auch deine Trades umzusetzen. Und dann arbeite an deinem Mindset, an deinem Trading-Mindset und lerne die Strategien der Profi-Trader. Diese 6 Schritte sind eigentlich unser Erfolgsrezept. Und wenn du wissen möchtest, wie jetzt diese einzelnen Schritte wirklich auch im Detail dann aussehen, dann kannst du dir das natürlich jetzt aufschreiben und dir selber dann auch diese Sachen erarbeiten. Da gibt es bestimmt auch genug im Internet. Du kannst uns aber auch gerne in unserer Community besuchen. Die Links findest du in dem Video. Und wenn du dann noch größeres Interesse hast, auch mit uns zu arbeiten, kann ich dir nur auch unseren eigenen, hauseigenen Trade Wizard Kryptokurs ans Herz legen. Den haben wir als Trade Wizards alle wichtigen also Schritte, die du jetzt hier kurz erfahren hast, haben wir dort zusammengefasst und in einen Kurs zusammengefasst, wo wir all die Insights, die wir jetzt die Jahre auch erlernt haben, über Marktstruktur, Support und Resistance, über Ranges und Volumenprofilanalysen oder auch über Indikatoren und Divergenzen, sowie auch komplette Videokurse, also im Video, mehrere Video, Videos, Verzeihung, mehrere Videos zu Exocharts und Volumentrading, aber auch zum Thema Risikomanagement, Hebeltrading und letztlich auch Strategien wie beispielsweise das Swing Failure Pattern und vieles mehr. Da kommt noch viel mehr, aber wenn du da Interesse hast, auch diese Sachen findest du überall bei uns im Discord und auch weitere Informationen unter diesem Video. Und damit sind wir am Ende des Videos angekommen und hoffe, es hat dir einiges ein bisschen gezeigt. Die Punkte sind natürlich einfach erstmal einfach so aufzuschreiben, aber um wirklich profitabel zu traden, musst du diese für dich auch wirklich verinnerlichen. Damit möchte ich mich verabschieden. Hoffe, dass du damit ein bisschen was mitnehmen konntest und dann sehen wir uns gleich in unserem Discord. Mach's gut.